die Labelanweisung. Was hat es damit auf sich? Syntaktisch ist die Labelanweisung eine ja benannte Anweisung. Also eine Anweisung wird mit einem Namen versehen. Und ein Label, ein Name für eine Anweisung, kann ein beliebiger Bezeichner sein. Eine Auswirkung auf den Programmablauf hat das nicht. Sinn und Zweck wird hinterher klar, wenn wir uns mit noch ein paar anderen Anweisungen auseinandersetzen werden. Ich kann beispielsweise diese Deklarationsanweisung, wo die Variable Anzahl eingeführt wird, benennen mit dem Namen deklariere. Oder ich kann diese While-Schleife benennen mit dem Namen berechne wiederholt. Oder ich kann diese Ausgabeanweisung, im Prinzip ja ein Prozeduraufruf, benennen mit dem Namen gib aus. Muss immer ein Semikolon hinterstehen. Nicht ein Semikolon, ein Doppelpunkt muss dahinter stehen.